schöne Spielzüge natürlich auch Seiten der Franzosen, die ja ordentlich gemacht haben. Hier sind wir der lange Flanke von Payet. Diese Leistung Payet, das spielt das ohne Selbstvertrauen raus. Also die Franzosen sind da. Und Griezmann, was der Wahnsinn ist, der ist um die 1,70 und hat ein wahnsinnig gutes Timing im Kopfballspiel. Er ist, glaube ich, genauso groß wie ich, 1,76 Meter, da war ich mal. Und sie kleiner geworden. Kann schon sein. Und er hat Mut, auch die, er traut sich das öffentlich zu, er fordert es auch ein. Und wenn er zum Wort bekommt, haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass er auch hervorragend bleibt. Macht er gut. Und dann zum Spieler der ersten Halbzeit. Sissoko, der sich so oft durchgetankt hat wie hier. Und nicht nur in dieser Situation, sondern er macht das, was Leute vom Pogba erwartet haben. Und hier sind übrigens die Vorteile der Automatismen. Also Giroud weiß genau, wo Griezmann steht, jetzt kommt er nicht raus, was war jetzt? Sissoko lässt sich das einfallen. Und hier braucht er im Prinzip